Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift 2 Unleashed. Wir machen jetzt die Modern A-Einladung. Nicht schlecht, hier kommt deine Einladung in die oberen Ligen. Hol dir in einem harten Kampf auf dem Nürburgring in einem McLaren MP4 den Sieg und du steigst im Schnellgang in die Klasse Modern A auf. Nice. Schön auf der Nordschleife ein bisschen durch die Gegend ballern. Perfekt. Eine Runde nur. Sehr wenig, aber Nordschleife sind halt auch entspannt dann mal 8 Minuten, schätze ich mal, mit der Kiste. McLaren MP4 12C. Da sind wir, glaube ich, schon mal gefahren. Ich habe noch keine gemeisterte Kurve hier, okay. Interessant. Versuchen wir mal, was hier geht. Das ist sie. Ah, perfekt. Sie ist nicht umsonst so berühmt, denn es gibt keine andere Strecke wie sie. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Was auch immer da gerade los war. Hallo. Er hat erst nicht richtig Gas angenommen. Junge, was mache ich denn hier im Dreck? Hätte ehrlich gesagt erwartet, dass ich in diesem Fahrzeug hier Meilen-Tacho habe. Habe ich zum Glück nicht. Fühlt sich nicht so an, als ob ABS an ist. Oder ASR. Keine Ahnung, was das hier für ein Motor ist. Ich schätze mal 1210, 12-Zylinder Sauger. 6,4 Liter Hubraum oder sowas. Um ehrlich zu sein, auch überhaupt keine Ahnung, was so ein Gerät hier an Leistung hat. Ich tippe mal auf viel. Wahrscheinlich so 800 PS. Grob geschätzt. Ist auf jeden Fall Hochdrehzahl. Scheiße, dreht das Ding hoch. Und vor allem, scheiße, dreht das Ding lange, ey. Und schönes, ich schätze mal ein Doppelkupplungsgetriebe. Schönes DSG, DKG. Wie heißt es, wenn es nicht von VW ist? Heißt es dann DSG oder DKG? Eigentlich DKG, ne? Weil DSG ist ja nur Direktschaltgetriebe, oder? Bin ich da jetzt ganz falsch? Alter, kann man das Ding hochdrehen, ey. Das ist ja wunderschön. Also no joke, die Karre fährt wirklich, wirklich gut. Nach den anfänglichen Problemen mit dem Gas, die es einfach nicht annehmen wollte. Was aber durchaus in meiner Pedalerie liegen kann. Alter, schwimmt. Nein, nein, nein. Ha. Ich glaube, ich war noch keinmal wirklich am Drehzahlbegrenzer. Nur so ein bisschen im roten Bereich. Alter, leck mich am Arsch, ey. Hat wirklich gut, der Eimer. Da war der Drehzahlbegrenzer. Warte mal, wenn der Bugatti seinen Spoiler als Airbrake nimmt, dann muss er über 200 gewesen sein, oder? War das nicht irgendwie so, dass die erst ab 200 Airbrake machen? Absolut gefährliches Halbwissen, by the way. Hey, du Wichser, lass mich vorbei. Gleiches Auto wie ich, glaube ich. Hey, wir sind schon mal Vierter. Da vorne ist der Dritte, Zweite und Erste. Alle in Sichtweite. Den Ersten, glaube ich, kriegen wir nicht mehr. Weil der ist echt schnell unterwegs. Hallo, ha. Boah, leck im Arsch, ey. Also verdammt einfach zu fahren, das Auto, muss ich sagen. Fährt verdammt gut und verdammt einfach.
Okay, Carrera GT sind hier vorne. Natürlich auch ein harter Gegner. Karussellründchen. Oh, ohne Betonfläche. What the fuck, Alter? Wann gab's denn das Karussell ohne Betonfläche? Oder mit schwarzer Betonfläche auf jeden Fall. Niki, gab's das wirklich mal so? Würde mich wundern. Bin mal gespannt, was wir hier für eine Zeit rausfahren. Und ob die realistisch ist, weil ich weiß immer nicht so ganz genau, wie realistisch diese Rennspiele sind. Alter, fahr doch! Nee, nee, nee! Oh, scheiße! Das war's mit dem ersten. Wobei, der ist noch relativ in der Nähe. Ja, das war auch wieder klar. Sobald du einmal einen berührst, Kacke am Dämpfen. Also ein Pagani Zonda ist natürlich auch eine miese Krise, ey. Keine Ahnung, was für eine Reihe das ist. R, L, M, F. Ich glaube, außer R und F gibt es davon noch nichts von dem, was ich gerade aufgezogen habe. Oder wahrscheinlich schon, aber ich kenne es einfach nicht. Das war's. RIP. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Scheiße, wieder einschalten ist immer ein bisschen stressig. Weil man halt aufpassen muss, dass man nicht überall gegenfliegt. Gleichzeitig zwei Knöpfe auf der Tastatur drücken und gucken, ob die Aufnahme auch wirklich gestartet ist. Alles ein bisschen nervig. Also nicht gestartet, sondern fortgesetzt wurde. Wir sind dieses Mal ein bisschen früher als eben, wir sind noch nicht mal durchs Karussell durch. Aber wie ihr seht, sind wir Erster. Und das auch schon eine ganze Weile. Das hat auch bis jetzt ganz gut funktioniert hier. Ich glaube, ich habe ein paar mehr Kurven als eben. Ich möchte nochmal betonen, das Auto fährt verfickt gut. Ha! Also es fährt wirklich arschgut. Ich möchte auch nochmal dazu erwähnen, ich habe dieses Mal von Anfang an Vollgas geben können. Also, ich hatte am Start nicht die Probleme, dass ich kein Gas geben konnte. Allein deswegen dürfte es ein bisschen besser gelaufen sein, ich war direkt nach dem Start Zweiter. Von daher alles geil eigentlich. Aber über das Karussell hier wundere ich mich immer noch. Warum auch immer das... Oder ist das einfach nur dreckig? Aber das sah doch nie im Leben so aus, oder? Das ist doch immer so eine... Alter, komm doch! Aus dem Dreck raus, wollte ich gerade sagen. Das ist doch immer so eine richtig schön graue, betonierte Fläche. Wer kann mir eigentlich sagen, was das A links heißt? Also klar, die 4 ist Gang 4. Aber was heißt das A? Das würde mich interessieren. Falls mir das irgendwer sagen kann, Niki bestimmt. Niki ist ja Fachmann für alles. Und mehr. So, ich muss heute übrigens gar nicht so früh arbeiten. Das heißt, ich kann heute hoffentlich zwei Parts aufnehmen, denn morgen kann ich keinen Part aufnehmen. Ich hoffe, dass ich morgen Abend endlich Call of Duty aufnehmen kann, dass das dann Sonntag losgeht. Dann würde es tatsächlich so starten, wie ich zuerst geplant hatte. Ich hatte zuerst geplant, dass Black Ops bis diesen Samstag gehen würde. Und dass ich dann Sonntag mit Modern Warfare... Nein, dass Modern Warfare 3 bis Samstag gehen würde. Und dass ich dann diesen Sonntag mit Black Ops starten könnte, mit Black Ops 2. Alter! Autos aus, geil. Okay, ich möchte mal feststellen, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich bei dieser Stelle Probleme hatte.
Und ich verstehe nicht ganz, warum. Da hatte ich in anderen Spielen auf der Nordschleife noch nie Probleme. Liegt vielleicht am Auto jetzt auch, aber glaube ich eigentlich gar nicht mehr. Ja, okay, erster kann ich mir auf jeden Fall in die Haare schmieren. Da ist Döttinger Höhe, das heißt, das Rennen ist gleich gelaufen. Und ich glaube, Endgeschwindigkeit... Alter, jetzt geht zu viel Risiko ein. Endgeschwindigkeit ist der Wagen hier auf jeden Fall nicht die Spitze. Alter, fahr doch! Denke, da wären wir höchstens noch Fünfter oder so. Geil, dass die Traktionskontrolle da gerade auch überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, das ist absolut scheiße, aber ich mache jetzt nicht nochmal. Ich habe zwar ein bisschen Zeit, aber so viel Zeit habe ich auch nicht. Nicht für einen Part. Schauen wir mal, ob wir noch Fünfter werden. Ich glaube tatsächlich nicht mal. Immerhin gibt es ja 12 Plätze. Scheiße, wie gesagt, mit anderen Autos hatte ich noch nie. Okay, ja, Junge, das Ding ist ja richtig langsam hier. 300 gerade mal. Mit so einem Zonda F wärst du hier auf 330 oder 340. Da guckst du an, wie er einfach an mir vorbeiballert, der kleine Bugatti. Da verlieren wir sogar noch einen Platz. Ja, scheiß was, Alter. Aber trotzdem, eine 47 oder 741 ist nicht mehr eine schlechte Zeit. Das war einfach nur Pech. Das war zweimal richtig kacke. The fuck, Alter. Das hatte ich noch in keinem Need for Speed, in keinem Spiel, wo ich Nordschleife gefahren bin, dass ich da so weggeflogen bin. Egal. Ich mach das jetzt nicht nochmal. Siebter, ja, das mache ich eventuell nochmal. Ich würde aber sagen, wir fangen mit dem Modern A Einladung an. Mit normalen Modern A. Klasse. Die Wagen hier sind leistungsmäßig der letzte Schritt vor den Werkswagen und GT3. Und die Konkurrenz, tja, die wird echt hart. Ja, ich muss meinen Wagen bauen. Und ich werde auf jeden Fall keinen Camaro fahren. Moment, Wagenwechsel, Autohändler. Was fahren wir? Wir könnten natürlich einen Grumpert Apollo fahren, was schon ein ziemlich cooles Auto wäre. Wir könnten auch ein Königsegg fahren, allerdings gibt es nur einen. Pagani können wir natürlich auch fahren. Ein Huayra bin ich auch noch nie gefahren. Huayra. Ja, ein Porsche habe ich eigentlich wenig Bock drauf, wobei so ein Spider schon cool wäre, ne? So ein Hybrid. Also ein schöner Hybridwagen? Weiß ich nicht. Ich war der Meinung, da stand doch eben noch irgendwo Hybrid. Wir können ja erstmal einen Grumpert Apollo fahren. Ich habe hart Bock auf einen Grumpert Apollo. Das soll ja ein richtig krasses Auto sein. Die sind nicht mal so schnell in der Endgeschwindigkeit, ne? Nehmen wir einfach mal einen Grumpert. Kostet ja nichts. Kann man den noch upgraden? Oh, scheiße, den kann man nicht mal upgraden, Alter. Ja, gar nicht, oder? Ich könnte einen Werksumbau für 105.000 machen. Wir fahren den erstmal so, okay? Riviera. Meine Güte. Fisch, ey. Royal Purple Synthetic Oil. Gibt's das wirklich oder sind das hier Fake Sponsorships? Warte mal, ist das ein Schaltwagen? Das ist echt ein Schaltwagen, Alter. Alter Schwede, was hat so ein Grumpert für einen Motor? Bei Grumpert Apollo bin ich echt komplett raus. Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Muss ich ehrlich zugeben, also. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich irgendwas von V8 bis V10. Mit 1000 PS um die. Vielleicht deutlich mehr. Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, das hier ist so Speerspitze von dem, was es an Beschleunigung gibt. Ich meine, so ein Ding mal bei Top Gear gesehen zu haben und der war echt zügig. Bin mir aber nicht sicher. Ich meine, das war ein blauer bei Top Gear. Bin mir aber komplett unsicher, ey. Na, er zieht da einfach mit seinem Sonder-F vorbei, Alter. Ah! Scheiße! Okay, das ist zügig hier. Alter, man, gut, dass das hier so eine lange Rennstrecke ist. Aber der Zonda F ist echt. Leck mich am Arsch, ist der schnell. Ich fahre schon wieder die ganze Zeit nur mit einer Hand. Und das war's. Ich starte nochmal neu. Ich weiß, ich starte verdammt oft neu. Oh Gott, er schaltet schon wieder automatisch. Geil. Ach, absoluter Scheiß, ey. Wie kommt dieses Auto... Wie kommt dieses Spiel dazu, das immer auf Automatik umzustellen? Ich kann ja legit nichts dagegen machen, ne? Also ich behaupte, ich schalte gar nicht so komplett scheiße. Aber das Spiel stellt das ja echt oft um. Und vor allem, dass er da auch nicht runterschaltet, ey. Ich kann jetzt mit Schaltwipp natürlich noch beeinflussen, ob er hoch oder runter schaltet. Mit dem Shifter kann ich das jetzt gar nicht mehr machen. Übrigens übertrieben irritierend, wenn man selber nicht mehr schalten muss. Sackschnell die Strecke hier auf jeden Fall. Aber die Bremsen von diesem Auto sind extrem. Fährt extrem gut auch. Ich meine, das ist ein Supersportwagen, ne? Sollte es auch. Ich verstehe nicht, warum Modern A nur Supersportwagen zulässt. Also ich hätte erwartet, dass Modern A auch die ganzen normalen, modernen Klasse A Autos zulässt. Aber offensichtlich nur Supersportwagen. Ich hätte gedacht, dass es davon aber eine eigene Klasse gibt. Hartkonzentration muss ich zugeben. Und das war's. Ja, am besten setzen wir ihn noch zurück. Aber das war's nicht ganz, weil tatsächlich der zweite auch voll in mich reingekracht ist. Und die dahinter echt ein ganzes Stück entfernt waren, weil die echt einen ganzen Sack voll langsamer sind als der Zonda. Und ich... Das hat mich gerade 3 Sekunden gekostet, oder mehr eigentlich sogar, weil es ja ein stehender Start war. Der dreht auch gar nicht so hoch, wie ich drehen würde. Oh Gott, ey. Ja, okay. Jetzt will ich zu viel. Wir sehen uns gleich wieder, okay? Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Dem spitzfindigen Beobachter dürfte auffallen... Fisch, das ist doch nicht mehr das gleiche Auto.
Doch, das ist das gleiche Auto. Aber auf Werkswagen umgebaut. Fährt auf einmal ungefähr 800 mal besser. Nur rede ich gerade wieder und fahre Grütze. Wir sind jetzt in der zweiten Runde. Das heißt, noch ist alles offen. Die Zeiten haben sich auf jeden Fall schon mal deutlich verbessert. Allerdings hat sich natürlich jetzt auch der Anspruch erhöht. Das heißt, ich will den jetzt hier schlagen. Die Wagen der Gegner haben sich logischerweise auch verändert. Bitte geschafft, danke. Ich habe mit dem anderen Wagen noch ein paar Mal versucht. Allerdings den ersten habe ich nie länger als eine Runde halten können. Vor allem, weil ich dann immer in den Kurven weggerutscht bin. Ich glaube, ich fahre zu nervös mit diesen Kisten. Was jetzt ja auch nichts Neues ist, dass ich ein sehr nervöser Fahrer bin. Wie man an den Lenkbewegungen hier schon wieder merkt. Alter Schwede, ey. Aber dieses Auto als Werksumbau fährt gigantisch geil. Natürlich werde ich dann nochmal überholt. Von einem anderen Grumpert, glaube ich. Scheiße, dann sind wir jetzt echt nur Dritter geworden, deswegen. Schade. Ja, immerhin. Also, das hat auch schon wieder viel zu lange gedauert. Wir sind auch schon maßlos überzogen im Part. Und das, obwohl wir nicht viel gemacht haben. Ich glaube, ich habe tatsächlich nicht mal Dingens geschafft. Weiter, Moment. Achso, scheiße, mein Controller ist aus. Ja, wir machen beim nächsten Mal auf jeden Fall mit den Sachen hier weiter. Wieso haben wir eigentlich da angefangen? The fuck? Ja, führe eine Runde lang, fahre eine saubere Runde, aber nicht geschafft. Beim nächsten Mal dann die anderen beiden. Also Dubai Autodrom und Road America Racing. Nein, Road Racing at its best. Keine Ahnung. Bis dahin, haut rein und tschüss.